Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der 7 steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für eigene Schwerpunkte. Mit diesen Mitteln sind in jeder Region neue Projekte gewachsen. Insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Regionalentwicklungsprojekte in der gesamten Steiermark. Aus Klärschlamm Biodiesel herstellen, mit Stickstoff und Phosphat wertvollen Dünger gewinnen, geht das? Innovative Klärschlammverwertung, so nennt sich ein weiteres Projekt der Region Mura-Murtal, welches die Grundlagen dafür geschaffen hat, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kommunaler Klärschlamm effizient, ökologisch und im Sinne eines geschlossenen biologischen Kreislaufs nachhaltig verwertet werden kann. Wir besuchen dazu die Kläranlage Knittelfeld. Dass anfallender Klärschlamm mehr als ein Rest- bzw. Abfallprodukt ist, zeigt hier eine Studie der Montanuniversität Leoben, welche Möglichkeiten der Nährstoffrückgewinnung aufzeigt und Trocknungsversuche im Labormaßstab durchführte. Ja, wir haben uns hier als wissenschaftlicher Partner, als Montanuniversität schon sehr lange eigentlich mit dem Thema beschäftigt. Es geht um Nährstoffrückgewinnung und bei den Nährstoffen sprechen wir halt hauptsächlich von Stickstoff und Phosphor. Die finden wir im Abwasser und die Herausforderung ist, diese Nährstoffe eben gezielt rückzugewinnen. Dafür gibt es eine ganze Reihe unterschiedlichster Verfahren, die derzeit eingesetzt werden. Unter anderem haben wir auch eine Eigenentwicklung und dieses Verfahren testen wir jetzt auch schon in den letzten Jahren hier an der Kläranlage Knittelfeld und das war auch der Aufhänger, warum wir an diesem Projekt auch teilnehmen und uns sozusagen darum kümmern, die technologische Seite auch abzudecken. Klärschlamm zeichnet sich durch einen hohen Energiegehalt aus. Daraus kann, wie gesagt, auch Biodiesel hergestellt und im Flottenbetrieb eingesetzt werden. Klärschlamm-Wertstoffe wie Stickstoff und Phosphat können als wertvoller Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dafür besteht eine hohe Nachfrage in der ausgeprägten Landwirtschaft im Bereich Eichfeld-Murbrunn. Also im Grunde ist es so, wir haben hier einen Pilotstandort und eine Pilotanlage, die ist eigentlich so gebaut, wie es auch bei uns im Labor an der Universität umgesetzt ist. Nur hier können wir wirklich Experimente und Versuche im realen Umfeld auch machen. Das heißt, wir entnehmen hier wirklich an der Kläranlage den Klärschlamm, bereiten ihn so auf, dass wir ihn mit unserer Anlage verarbeiten können und versuchen dann entsprechend Stickstoff und Phosphor aus dem Klärschlamm rückzugewinnen und dann in eine Form zu bringen, wie wir ihn auch dann weiter verwerten können. Und das passiert eben in dieser Anlage und die Anlage ist eben als mobiler Container ausgeführt. Das heißt, wir können damit wirklich hier am Standort auch entsprechende Versuche dann durchführen. Wir hoffen, dass wir bis zum Ende dieses Jahres eigentlich gute Ergebnisse haben, um auch abschätzen zu können, ob das in einem noch größeren Maßstab dann sinnvoll ist. Grundsätzlich machbar wäre auch die Errichtung einer Demonstrationsanlage unter Einbindung von Forschungs- und Wirtschaftspartnern. Im Mittelpunkt des vom Regionalressort des Landes Steiermark unterstützten Projekts steht die umweltfreundliche Energiegewinnung. Bisher ist bei der Entsorgung des Abwassers ja die Reinigung im Vordergrund gestanden, aus hygienischen Gründen. Es fällt dabei sehr viel Klärschlamm an, der auch sehr energiereich ist. Und wir haben uns von der wissenschaftlichen Seite die Verwertung angeschaut, was kann man aus diesem Klärschlamm alles machen, welche Produkte bzw. wie kann man den energetisch verwerten. Das ist das eine, das geht über Biogas, über Biodiesel bis hin zu Ersatzbrennstoffen. Wichtig ist, dass man den Klärschlamm dazu auch entsprechend trocknet, weil er einen sehr großen Wassergehalt hat. Da hat man in Knittelfeld sehr früh zum Beispiel schon in eine solare Klärschlammtrocknung investiert. Ein Zukunftspotenzial wäre auf jeden Fall, die Kläranlagen wirklich von der Abwasserreinigung weiterzuentwickeln in Richtung einer Energiedrehscheibe in der kommunalen Infrastruktur. Da haben wir sehr hohe Potenziale für die Zukunft analysiert. Das
ist ein innovatives Projekt. Wir glauben nämlich, dass wir mit dem Thema Klimaschutz und Wirtschaft eine gute Verbindung in der Region herstellen können. Und wenn es gelingt, aus einem Abfallprodukt die Ressourcenprodukte wieder herauszufiltern und in der Region zu verwenden, haben wir einen großen Beitrag zum Klimaschutz geleistet, vor allen Dingen aber auch zur Wertschöpfung, weil es wird Arbeitsplätze in der Region schaffen. Und aus diesem Grund ist es ein Thema, um das wir uns im Moment sehr annehmen, zu sehen, was könnte möglich sein und wie könnten wir am Ende des Tages tatsächlich Arbeitsplätze in der Region schaffen. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass dieses innovative Projekt Klärschlamm ausgehend von der Stadtgemeinde Knittelfeld hier eingereicht wurde und wir als Region, Regionalmanagement Obersteiermark West mit den Bezirken Mura und Murtal, dieses Projekt wirklich jetzt massivst weiterverfolgen. Dankenswerterweise haben wir die Uni Leom mit an Bord und die Energieagentur Obersteiermark mit dem Sepp Berntaler. Und es geht in erster Linie darum, dass wir eben im Bereich Klimamodellregion Mura und Murtal etwas weiterbringen. Für die Gemeinden ist die Klärschlammentsorgung eigentlich sehr teuer. Und durch die Möglichkeiten, die wir jetzt mit Forschungspartnern gemeinsam, sprich mit der Montanuniversität Leoben und mit der Energieagentur Obersteiermark schaffen, gibt es die Möglichkeit, aus diesem Klärschlamm Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor für vielleicht Düngemittel dann in weiterer Folge zu gewinnen und damit Kosten einzusparen und eben für die Region Wertschöpfung zu schaffen. Innovative Klärschlammverwertung. Ein ökologisches und energiepolitisches Pilotprojekt der Region Murtal, unterstützt vom Land Steiermark, fokussiert die nachhaltige Nutzung und regionale Wertschöpfung einer vorhandenen Ressource und dies umweltbezogen und wirtschaftlich positiv besetzt. Projekte wie dieses sind in der Region entstanden. Die Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf viele weitere regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen der Zukunft. Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Information des Regionalressorts der Steiermarkischen Landesregierung.